Hallo zum Thema der geistigen Extraktionen. Unter den geistigen Extraktionen verstehe ich eine Art geistige Bewegung, die man letztlich über die Absicht steuert und die durchaus auch mit körperlichen Bewegungen unterstützt werden kann, um gewisserweise auch in der Vorstellung und im geistigen Prozess durch eben diesen Prozess zu gehen. Es gibt zum Beispiel auch im NLP ein hypnotisches Element, dass man in der Trance eine, nennen wir es mal Blockade oder ein Phänomen praktisch wie aus sich herausnimmt und vor sich hält, um es anzuschauen. Man kann es dann auch wie auf eine Bühne geben und sozusagen zum Zuschauer werden und sich das wie von außen anzuschauen, was eigentlich in einem stattzufinden scheint. Ein innerer Prozess, innere Gefühle, Wahrnehmungen, Schmerzen, Phänomene, was auch immer. Und da lässt sich dann eben besser analysieren und herauskristallisieren, was gehört zu mir und was eben gewisserweise nicht, was kommt wie von außen, was habe ich mir wie aufgelastet aufgrund von Aussagen von außen, die ich mir zu eigen gemacht habe, obwohl sie gewisserweise gar nicht meine eigenen sind. Oder was sind wie Schuldgefühle, die entstehen eben oder entstanden sind, weil ich mir diese gewisserweise aufgeheizt habe, obwohl ich es nicht müsste. Was sind Ansichten meiner Eltern, die mich geprägt haben, obwohl ich es vielleicht nie wirklich reflektiert habe und durch Reflexion dann loslassen würde und so weiter. Und durch einen gewissen Prozess der Dissoziierung, also des Aussortierens, was gehört zu mir, was nicht, kann man dann auf eine Ebene kommen, wo man erkennt, oh, hoppla, da sind Elemente, die gar nicht zu mir gehören. Und die kann man dann auf dieser Ebene wie aus sich herausnehmen und zurückgeben, sozusagen auf den Boden legen vor die jeweilige Person, wenn man die weiß, dass sie sich dann selbst zu eigen macht, wenn dann die Zeit ist oder zurücknimmt, aber demjenigen dann überlässt, das zurückzunehmen, also zu Boden legen, zurückgeben, zumindest aus sich herausnehmen. Und insofern sind das tatsächlich Bewegungen im geistigen Raum. Also einerseits ist es wie, als würde es in einem stecken, andererseits ist es, als würde man es wie herausnehmen können und vor sich halten können. Also das sind tatsächliche Positionen von Raum, die da eine Empfindung, die man eigentlich innerlich wahrnimmt, einnehmen können. Und dort lässt sich auch zum Beispiel, wenn man sich fragt, ist das etwas von mir oder ist das eben gar nicht von mir? Kommt das wie von außen? Dann kann es auch sein, dass es zu einem selbst gehört, aber eben nicht auf diese Art und Weise, dass es wie umgestülpt oder umgedreht auf eine andere Art und Weise als Energie, als Kraft, als Potenzial zu einem selbst gehört und dann entsprechend zurückkommen kann. Man kann es dann so zurückrufen, dass es wie als Energiepotenzial zu einem selbst zurückfließt, allerdings auf die Art und Weise, wie es in Wirklichkeit zu einem selbst gehört. Man kann das so vergleichen, wenn man gewisse Kraftaufwendungen, die wir in der Abwehr von irgendwelchen Eindrücken oder Urteilen, Schuldgefühlen oder solchen Sachen haben, ist, als würden wir wie gegen eine Wand drücken und immer fester versuchen, es wegdrücken zu wollen, bis wir irgendwann bemerken, oh hoppla, das wird ja gar nicht wirklich stärker in uns, sondern indem ich aufhöre, gegen diese Wand zu drücken, wird auch das Phänomen in mir, hört auf oder wird geringer, verschwindet gar. Also höre ich mit einem gewissen Kraftaufwand auf, den ich gegen etwas gerichtet habe, womit mir dann danach die Kraft wieder zur Verfügung steht. Also kann praktisch dieser Kraftaufwand, den wir innerlich aufwenden, um gewisse Dinge abzuwenden, wie als Potenzial wieder zu uns selbst zurückfließen. Und das kann sich anfühlen, dass diese Kraft sich wie wendet, umdreht, umstülpt und dann insofern zurückfließt. Dies zu dissoziieren und die Elemente wie aus sich herauszunehmen, räumlich, örtlich, wie als Position, das nenne ich geistige Extraktionen.
Man kann sich das auch so vorstellen, dass an einer Stelle, wo eine Blockade, eine Verletzung stattgefunden hat, wenn man die als inhaltlich, thematisch gewisserweise oder auch energetisch klärt, dann bleibt danach häufig an dieser Stelle erstmal die Verletzung also zurück. Das ist wie, als hätte man die Problematik gelöst, herausgezogen, aber die Wunde ist immer noch da, die offene Stelle ist immer noch da. Man würde dann gewisserweise bei nächster Gelegenheit wieder in das Schwert hineinrennen und sich die gewisserweise wieder wie selbst zufügen. Das ist nicht immer der Fall, aber sehr häufig. Und indem wir dann am Ende einer solchen Lösung, am Ende einer Heilung, die Kraft zu uns zurückrufen, die in Wirklichkeit an diese Stelle hineingehört. Der Teil von uns, der an der Stelle nicht sein konnte, weil dort die Verletzung selbst so präsent war, dass unsere eigentliche Kraft dort nicht sein konnte, weil wir es vielleicht auch verdrängt, weggeschoben haben, den Teil deswegen gar nicht so richtig wahrnehmen konnten. Deswegen ist an dieser Stelle manchmal nach einem Lösungsprozess, nach einer Klärung wie eine offene Wunde, eine leere Stelle, an die sozusagen die Kraft wieder wie zurückgerufen werden kann. Der Abschluss einer solchen Arbeit, einer Extraktion als solches, ist also, dass wir die Kraft wieder zu uns zurückrufen. Wir gehen, also an der Stelle sind wir in dem Raum ganz tief in uns, mit uns, wo wir uns wohlfühlen, dem operationalen Raum, dem Herzraum, wie aus der Selbstumarmung, wenn sich dieses kuschelige Gefühl im ganzen Körper ausgebreitet hat und von hier aus, wie als würden wir aus der Selbstumarmung heraus die Arme öffnen, uns wieder öffnen für die Welt, für unsere eigene Kraft, rufen wir wie aus allen Himmelsrichtungen unsere eigenen Kräfte wieder zu uns zurück. Und zwar diejenigen, die wirklich von Herzen zu uns gehören, unsere eigen sind, die rufen wir wieder zurück, wie von unten, oben, links, rechts, vorne, hinten. Rufen wir wieder in uns, was wirklich zu uns gehört. Nehme zu mir, was meines ist, weil ich es tragen und weil ich es klären kann, und ich gebe ab, was nicht zu mir gehört, dorthin, wo es geklärt und geheilt werden kann.